Welcome back to another German Food Review, and it's energy drink time. Crazy Wolf energy drink. Yeah, that is low-priced stuff. 5% fruit juice content. 25 cents extra. And yeah, this stuff is very low in price. It's from Kaufland, it's a supermarket. 29 cents. And the regular one is 25 cents. So, it's not expensive. There's no alcohol in it, it's alcohol free. Okay, yeah, let's check this out here. Okay, in a second, 25 cents. Where's the, actually the caffeine? The amount of caffeine, I guess 32, but no, it's just 30. As you can see, it's just 30. It's not 32. And refresco. No idea. Mönchengladbach? No idea. Okay. One can, 113 calories, 45 per 100 milliliter, so, and 11% sugar. Okay. That's it. And useless vitamins. Okay. Yeah. I guess it's just sour. I hope it tastes like green apple. No. Let's just taste it, right? Oh, smells good, like green apple. Yeah, let's pour it in. Okay, it looks like, it's more yellowish. Maybe it looks like apple juice, maybe. Crazy Wolf. Sorry. That's better, right? So, okay, and you can see it's cold and it's carbonated, but smells quite good. Sniff test again. Sweet, sour apple. Prost. Yeah. Yeah. It's not the best. Green apple, I guess it should be green apple, right? I mean, here's a green apple, but it's not the best flavor, but it's not the worst. For the price, it's definitely okay. Prost. Yeah. Tastes definitely like green apple. It's sour. It's not too sour. That's quite nice. It's not really carbonated. As you can see, just a few bubbles. Still a bubble on the bottom. Prost! Yeah, for a low-priced energy drink, it's okay. Oh, now it gets sour. Okay, it is sour. But tastes like apple, green apple. Oder Apfel in German. And 29 cents. So 85 for half a liter. Yeah, it's still very low-priced. Thumbs up for Kaufland and Crazy Wolf Apple. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas von Kaufland. Und zwar Crazy Wolf. Energy Drink. Mit Apfelgeschmack. Von, hat 5% Fruchtgehalt. Okay, okay. Ja, habe ich aus Kaufland. Wo sind jetzt der Kassen? Wohin? Hier ist er. Kaufland. Und hier seht ihr Crazy Wolf Energy, das ist der normale, der kostet nur 25 und Crazy Wolf Apfel, der kostet 29. Okay, 29 Cent mal 2, das hier sind nämlich nur 250 Milliliter, aber man rechnet lieber auf einen halben Liter aus, ist besser zu vergleichen. Das wären 58 Cent und die günstigsten halben Liter Energy Drinks sind so 49 Cent, also, und das hier ist ja hier nicht normal, das ist ja Apfel, ist auf jeden Fall sehr günstig. Ja, ist kalt. Sieht doch jetzt nicht super billig aus, ist natürlich nicht das beste Design hier, ich meine, man sieht es schon, aber reicht aus für diesen Preis. Kalorien, 113 Kalorien, sagen wir 120, 45 pro 100 Milliliter, hat 11% Zucker und das war's quasi. Schön wenig Salz, gut, und Vitamine, ganz wichtig, damit wir auch überleben können. Ja, und es ist natürlich eine Pfanddose, habe ich schon nie gehört, Refresco Deutschland GmbH. Mönchengladbach habe ich auch noch nie gehört.
Okay. Hier sind allerdings nur 30 Milligramm Koffein drin. Das ist wie beim Lidl. Ich weiß nicht genau, warum die das so machen, aber da sind 2 Milligramm weniger drin. Wie auch immer. Trink nicht zu viel davon, steht hier. Das kam nicht von mir, sondern das steht hier. Und wir werden es jetzt einfach mal kosten. Soll ja schmecken. Geht ja eigentlich nur um den Geschmack. Wir haben mal eingießen. Ja, und am erst sieht es aus, als ob es irgendwie blass ist, aber dann wird es doch ziemlich, ja, golden. Sieht so aus wie ein, ja, nicht ganz so, aber so ähnlich wie ein Apfelsaft. Das Test. Und es riecht ganz lecker von der Büchse. Natürlich nur, wenn man Energy-Apfel mag. Oder so Kaugummi, grüner Apfel, so riecht das ungefähr. Ja, riecht ganz gut. Ich glaube, den Geschmack hier haben sie gut hinbekommen. Insgesamt meine ich jetzt nicht nur die Firma hier. Ein bisschen Kohlensäure ist drin. Prost. Ja, und er schmeckt auf jeden Fall nach Apfel, grünen Apfel. Wenig Kohlensäure, schön erfrischend. Ist jetzt nicht der beste Apfelgeschmack, es gibt noch bessere, aber für den Preis ist es absolut in Ordnung. Kann man auf jeden Fall trinken oder mischen oder so. Geht auf jeden Fall klar. Ja, ich würde mir lieber aber halbe Liter Flaschen wünschen. Büchsen. Aber okay. Auf den Geschmack kommt es an. Prost. Ist nicht zu sauer. Gibt auf jeden Fall saurere. Das geht noch. Ich bin sehr säureempfindlich und dann zuckt immer gleich alles. Das ist hier nicht der Fall. Nur einmal kurz. Da haben wir wahrscheinlich ein bisschen viel. Aber es geht auf jeden Fall, ist nicht super sauer, schmeckt trotzdem nach Apfel, ist auch nicht wirklich süß, aber schmeckt ganz angenehm. Für den Preis auf jeden Fall gibt es hier nichts auszusetzen, deshalb gibt es einen Daumen nach oben für Kaufland oder für die Refresco Deutschland GmbH. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.